Es war nicht einfach nach dem Krieg und es verlangte sehr viel Mut von Großvater, zu dieser schwierigen Zeit seine eigene Firma zu gründen. Er hatte kaum Kapital, nur sein umfangreiches Wissen. 70 Jahre sind seither vergangen. 70 Jahre, in denen Udo Ebners kleine Firma sich zu einem der besten Leistungsträger der österreichischen Exportindustrie entwickelt hat. Es war der Weitblick meines Vaters, der die positive Entwicklung unseres Betriebes ermöglicht hat. Seit seinem Einstieg in die Firma im Jahre 1961 war es sein Ziel, Marktführer zu werden. Er war ein Stratege, er war überzeugend und er war stets ein Gentleman. Ohne die Unterstützung meiner Mutter hätte er nicht die Kraft gehabt, diese Aufgabe zu bewältigen. Schon in den 60er Jahren wurden mehr als 90% unserer Produkte ins benachbarte Ausland geliefert. Der Betrieb musste größer werden. 1970 übersiedelte Ebner nach Leonding und 1972 gelang uns mit der bahnbrechenden Erfindung der Hycon H2-Technologie ein 100% Wasserstoffhaubenofen, schließlich der internationale Durchbruch. 1977 bekamen wir den ersten Auftrag aus den USA und 10 Jahre später begannen wir mit dem Bau von Ebner Furnaces, unserem amerikanischen Tochterunternehmen in Ohio. Mein Vater gab mir und meiner Frau die Möglichkeit, diese Firma aufzubauen und somit über ihr Schicksal zu bestimmen. Es war meine erste große Aufgabe. Seit den 80er Jahren ist Ebner auch in China aktiv. 2002 folgte dort ein weiterer großer Schritt. Mit einem eigenen Werk konnten wir nun Ebner-Qualität made in China anbieten. Wir verfolgen eine klare Strategie, nämlich the most innovative and competitive full solution provider in thermal processing zu sein. Und somit wächst die Ebner-Gruppe stetig durch Zukäufe, Neugründungen und Beteiligungen. Wir wollen weiterhin auf die Leistungen aufbauen, damit auch in Zukunft Generationen viel Freude an der Arbeit haben. All dies sind die Ergebnisse eines leidenschaftlich arbeitenden Familienbetriebs. Es sind die Mitarbeiter, die den Unterschied machen. Und das Zusammenarbeiten mit unseren Kunden. Und dafür bin ich sehr dankbar.